Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Mindlog. Ja, wir spielen heute die Demo. Nicht wundern, ich habe hier schon mal kurz reingeguckt wegen Einstellungen und so, ihr kennt das ja. Ja, bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Ist eine Empfehlung von Sappchen. Wir sollen doch mal die Demo spielen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Starten ein neues Spiel. Ja. Das kann verloren gehen, das ist okay. Da ist ja nur nicht die Bonnie gewesen. Gut. Links geht zum Betrachten. Ja, die Hand ist schon unterwegs. Verdammter Wecker. Rechtsklick zum Interagieren. Vor allem die Faust ist. Also gut. Lichtschalter, wo bist du? Ich glaube, das hier. Diesen Schalter jeden Morgen zu drücken, nur um sich selbst zu blenden, klingt irgendwie masochistisch. Dieser Hinweis, ne? Hier. Ich jeden Morgen. Ach, ist auch meine Wohnung. Hallo, Klasse. Dienstagmorgen. Sorry, hab dich verwechselt. Mittwochmorgen. Immerhin. Ne? Nichts ist schlimmer, als die, als wenn du, oder andersrum, nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwo im Büro bist oder ne, auf Arbeit und sagst so, oh Alter, zum Glück ist Freitag, ne? Und deine Kollegen sagen so, ne, das ist nicht Freitag. Ich so, was, Donnerstag? Sie so, nein, Mittwoch. Das ist das Schlimmste. Aber gut, ja, immerhin ist hier schon mal Mittwoch. Obwohl das verdammte Ding echt teuer war, hasse ich es jeden Morgen. Ja, kann ich nachvollziehen. Teilweise. Manchmal hasse ich mein Handy auch. Ich frage mich immer noch, wie der Mottenmann in das Gemälde kam. Vielleicht komme ich ja diese Woche mal zum Lesen. Das sage ich mir auch immer wieder. Obwohl, ich lese jetzt auch wieder, ne? Das, Sparky. Ach, Sparky. Wie kannst du nur so glücklich damit sein, jeden Tag im Rad zu laufen? Das ist doch schön. Können wir den nehmen? Nö. Ach, Sparky. Okay, ist das Gleiche. Ja, umziehen muss ich mich noch. Ja, na dann. Durch jahrelange Erfahrung hat sich gezeigt, erst frühstücken, dann die guten Klamotten anziehen. Okay, ja. Gitarre gespielt haben wir wohl auch schon lange nicht mehr. So sieht meine auch im Hintergrund aus. Auch so, also nicht von der Farbe her, aber so mit den Spinnenweben, ne? Das, ja. Punk's not dead. Ist auch schön. Was macht... Das ist so eine Unterwäsche. Was macht die da rum? Was haben wir da? Schön, schön. Wir haben hier eine Konsole, aber keinen Fernseher. Wie ist das? Warum? Eat, sleep, game. Behind you. So. Is this Mr. Carl? Someone? Okay. Gut, dann... Ich bin kein Künstler, aber man erkennt Mr. Price eigentlich ganz gut. Leider treffe ich noch nicht mal die Scheibe. Können wir Dart spielen? Wir können Dart spielen. Ein Minigame. Okay, cool. 5 haben wir sogar. 5 Versuche. Hier, komm. Shit! Ach, komm schon! Wir müssen weiter runter. Aha. Ach komm schon. So hier irgendwie. Alles klar. Ja gut. Er kann es wohl wirklich nicht. Das ist, ja, das ist natürlich. Was haben wir hier? Ach, da ist mein Leben drin. Hab es schon überall gesucht. Ach nicht doch. Das ist doch nicht wahr. Zum Flur. Leertaste kann man nicht drücken. Mittlere Maustaste auch nicht, dass wir sehen können, was wir noch alles so anwählen können. Hier hat das Ditte. Das Sparky. Socken. Ich würde ja mal das Handy vom Ladekabel abziehen, sonst hält der Akku nicht lange durch. So, okay, dann. Man hätte auch groß arbeiten gehen draufschreiben können. Ja. Kalender. Können wir da. Nee. Okay, dann gehen wir mal in den Flur. Leertaste, Taschenlampe. Ach doch. Geht das mit Taschen. Leertaste, okay. Oder auch mit mittlerer Maustaste? Nein.
Wirklich nur mit Leertaste, okay. Gut. Ah ja, ach so, ach, die Taschenlampe macht das sichtbar. Okay, verstehe. Ins Wohnzimmer. Seit die Uhr stehen geblieben ist, wird es nun immer zu spät sein. Das ist natürlich nicht so schön. Seine Mama? Die Landluft war damals eher mein Ding. Mehr Ruhe, weniger Menschen. Ja. Abstrakt und sinnlos. Gefällt mir. Darin erkenne ich mich wieder. Ach so. Was haben wir hier? Zur Küche? Das Badezimmer. Socken. Kann mich nicht erinnern, die hier hingeworfen zu haben. Und doch liegen sie hier. Ja, dann räume ich sie mal weg. Andererseits habe ich keinen Bock. Das dachte ich mir. Was haben wir hier noch? Pizzakartons. Schande über mich. Schon wieder habe ich mir Pizza liefern lassen. Was ist mit meinen Grundsätzen? Am Abend zu müde fürs Kochen zu sein, war nie eine Entschuldigung. Ich sehe hier ein Gesicht drin, ne, in diesem Fleck. Kannst du das nehmen? Nö, du kannst dich kratzen. Okay, ein Badezimmer machen wir mal. Obwohl, erstmal frühstücken, dann ins Bad eigentlich, ne? Jetzt können wir hier alles, okay. Vielleicht erstmal pinkeln. Wer zu wenig trinkt, muss wenig pinkeln. Okay, wir müssen wohl nicht pinkeln. Gut. Verdammt. Bin ich das etwa? Scheint so. Rituale über Rituale. Okay, anscheinend nicht. An manchen Tagen gibt es nichts Schöneres, als sich vor der Außenwelt zu verschließen. Ja, und schön lange. Ich habe gestern Abend schon geduscht. Achso, okay, ja gut. Dann ist das natürlich in Ordnung. Hier, Waschmaschine. Einmal Schleudergang für mein Leben, bitte. Noch was? Nichts übersehen? Nö, ich glaube nicht. Okay. Dann gehen wir mal zur Küche. Jo. Aber das sieht doch ganz ordentlich aus. Das ist schon mal gut. Wir können hier... Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn hier im Schrank? Sparkys Lieblingsschrank. Sparkys Lieblingsschrank? Das ist ja süß. Poster? Du bist nur hier, weil es Mitarbeiterrabatt auf dich gab. Bilde dir bloß nichts darauf ein, Toaster. Ist er Verkäufer? Sind wir Verkäufer? Tee. Sobald ich an meinen Job denke, koche ich auch. Das wird geil. Ein aromatisches Meisterwerk, liebevoll angerichtet mit Geschick und Stil. Mein Kompliment an den Koch. Oh Colin, Wälder, ne? Nicht der Rede wert. Sehr gut. Sehr gut. Herd? Der Herd ist wie ich. Redet nicht viel, springt an, wenn man ihn einschaltet, kühlt ab, wenn man ihn ausschaltet. Er funktioniert eben. Okay, okay. Zum Einkaufen komme ich auch nicht mehr. Es fehlt mir an Zeit und Energie. Ach Mensch. Ihr seid meine eigentlichen Hände. Nicht diese knochigen Dinger, die da an meinen Armenden hängen. Oh nein. Mach doch nicht sowas. So. Na dann. Om nom nom. Das sieht schon ein bisschen grünlich aus. Das ist gut. Also, ich kann ja nicht viel. Aber das hier war krass. Okay, cool. Schön, schön. Was? Achso, können wir hier noch... Nö. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Der Satz mit dem Pfann hat mich auch stutzen lassen, ja. Glaube ich dir, ja. Ins Wohnzimmer gehen wir mal. War Lichtschwankungen oder die Lampe ist kaputt? Natürlich regnet es. Selbstverständlich. Schönes Wetter heute. Schön. So. Hier muss die Konsole hin. Stoppschild. Manch einer würde sich fragen, warum hat jemand ein Stoppschild im Wohnzimmer? Ich hatte Mitleid. Das Ding lag draußen im Regen. Es ist umgefallen, konnte nicht mehr stehen. Dabei hatte es nur eine Bitte an die Welt. Stopp. Hab mir heftig in die Hand geschnitten, als ich es durch die Türen gezwängt habe. Ich lasse es hier stehen. Ach so. Die Auszeichnung für 30 Jahre großartige Mitarbeit ist für meinen Vater unbezahlbar. Sie soll mich motivieren und mir zeigen, wie toll er ist. Im Vergleich zu mir. Ja. Ein Laptop können wir nicht. Okay. Oh, hier, guck mal, hier ist Geld. Um dieses Zeug hier dreht sich die Welt.
Leider. Mein Vater ist jedenfalls davon überzeugt. Warum haben Unterhosen eigentlich keine Taschen? Verrückte Welt. Richtig, ich könnte etwas Musik gebrauchen. Muss nur mein Handy damit verbinden. Okay, dann holen wir gleich das Handy. Der Gute lenkt mich jedes Wochenende erfolgreich von meinen Leiden ab. Ich frage mich nur manchmal, ob Ablenkung immer so gut ist. Ich weiß nicht. Okay. Hab das Teil seit einer Woche nicht mehr eingeschaltet. Die Fernbedienung ist spurlos verschwunden. Na sowas. Gut. Wir können ja auch nicht unten irgendwo... Ach hier, da. Ich lass den Stecker mal drin. Ja. Wir machen nicht den Oma-Move. So, dann holen wir mal das Handy kurz. Obwohl das verdammte Ding echt teuer war, hasse ich es jeden Morgen. Können wir hier nicht hin? Doch, hier, komm, nimm. Nimm das Handy. Obwohl das verdammte Ding echt... Okay. Ja, dann zieh dich umziehen muss ich. Ja, dann hab. Na bitte. Kommen die das verwenden? Ah, okay, okay. Ach, da ist sie also. Kannst du jetzt... Obwohl das verdammte Ding... Ja. Kannst du es jetzt nehmen? Okay, jetzt können wir es nehmen. Mein Vater? Was will der denn? Colin, mein Junge, dir geht's sicher gut mit deinem Job. Mir hat das Unternehmen auch viel Geld eingebracht. Deine Mutter würde dich gern mal wiedersehen. Komm uns doch mal wieder besuchen. Grüße, William. Was soll ich denn da wieder antworten? Auf das Angebot eingehen, Angebot freundlich ablehnen, provozieren, nichts schreiben. Er scheint ja mit seinem Vater nicht so besonders dicke zu sein, ne? Aber gut, von der Mutter hat er nichts gesagt. Also würde ich das schon zuliebe der Mutter machen eigentlich, dass ich auf das Angebot eingehe. Okay, was sagt ihr? Oh, die süße Geschichte, ja. was sagt ihr? Auf das Angebot eingehen, Angebot freundlich ablehnen, provozieren oder nicht schreiben? 1, 2, 3 oder 4? Könnt ihr ja mal kurz schreiben. Eine 1 ist schon mal da. Ich glaube, dabei bleibt es auch, ne? Gut, dann nehmen wir die 1. Dann sage ich mal zu. Gern. Bei der Terminfindung kann ich ja jedes Mal sagen, dass ich keine Zeit habe. Ach so, ja gut. Also würde wahrscheinlich wirklich nichts werden. Ich hatte meine Antwort vorhin schon gegeben. Ach so. Für diese Geschichte. Okay, ja, gut. Gut, gehen wir mal rüber. Beim selber spielen. Ja, ich dachte hier geschrieben. Alter! Ein Mädchen? Garstige Eule! Gänsehaut. Heilige! Gruseliges Vieh! Können wir auffangen? Können wir es kuscheln? Ich könnte etwas Musik gebrauchen. Muss nur mein Handy damit verbinden. Ja, dann hopp. Achso, ja, hier, ne? Mein ewiger Begleiter. Worauf habe ich denn Bock? Fröhlich, cool, aggressiv, schalt es aus. Machen wir mal fröhlich. Okay, das ist cool. Das ist süß gemacht. Aber was Cooles?
Jawohl. Mach da einen perfekten Moonwalk hier, was ist los? Süß, das habe ich wohl nicht gemacht. Ah. Aggressiv, mal gucken, was da jetzt macht. Ist irgendwie das gleiche Lied, ne? Beziehungsweise die gleiche Melodie immer, ne? Das ist gut. Können wir die Musik beibehalten? Das war genug Bewegung für die nächsten 2 Jahre. Ich vermisse schon meine gekrümmte Haltung. Na Mensch. Gut, wir können uns nochmal auf die Couch setzen. Die Couch führt echt ein Eigenleben. So. Verschluckt dauernd meine Sachen. Das ist auch was. Bisschen eine Sauerei. Aber hinsetzen können wir uns nicht, okay. Und hier, wir können aber auch nochmal gucken. Ach, da ist sie also. Ja, nimm mal. Nimm mal die Zahnpasta bitte. Nein. Achso, einfach nur nein. Okay. Dann gehen wir uns mal kurz. Warum hat sich die Musik geändert? Habe ich da was nicht gesehen? So. Einmal Zahnpasta. Da so. Ein weiterer Tag, den ich irgendwie überstehen muss. Es wird Zeit für mein morgendliches Badezimmerritual. Dann lass mal nachdenken. Worüber würde ich mich denn heute freuen? Bett freut man sich immer. Essen, Buch, Mr. Price ja wahrscheinlich eher nicht. Gehalt, Kaffee, Bus. Unrealistisch. Ich habe seit einer Ewigkeit nichts mehr gelesen. Dann wird es mir wieder Zeit. Bin nach der Arbeit einfach zu platt. Ja. Was morgens? Im Bad. Also ich liebe es, mir abends etwas zu kochen. Aber ich kann mich nicht jeden Tag aufs Gleiche freuen. Heute nehme ich was anderes. Natürlich bin ich begeisterter Busfahrer. Aber ich überlege mal weiter. Okay, Bett, da freut man sich immer. Ja, aber das kann ich nicht bringen. Ich komme frisch aus dem Bett. Ja, aber das Bett ist toll. Ja, der Kaffee am Morgen ist wichtig. Wenn ich den genießen will, sollte ich mir aber was überlegen. Wir können ja interagieren. Ein schöner, warmer Kaffee wird vor der Arbeit sicher gut tun. Aber wir haben keine Kaffeemaschine, ne? Achso, auf Arbeit wahrscheinlich selber. Nö. Mr. Price stürmt immer sofort in die Küche, sobald sich jemand zu lange dort aufhält. Ich werde einen ruhigen Ort brauchen. Also, nehmen wir uns nochmal Kaffee und hauen ab aufs Klo. Sehr gut. Wer ist er denn? Kollege. Können wir jetzt trinken? Abgelehnt. Vielleicht ist die Toilette nicht der beste Ort, um seinen Kaffee zu genießen. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte mal die Kollegen ansprechen sollen, ne? Das wäre bestimmt lustig gewesen. Okay. Wir gehen dann mal ins Büro oder zum Arbeitsplatz. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Können wir hier... Telefon, Kaffee. Natürlich. Arbeitsplatz bedeutet Kundenbetreuung. So wird es nicht. Vielleicht, wenn ich beschäftigt wirke? Okay, also mal gucken. Dann gehen wir nochmal zum Arbeitsplatz. Und heben jetzt mal das Telefon ab. So. Gut, die Kunden würden mich so in Ruhe lassen. Auch Mr. Price müsste drauf reinfallen. Na, dann können wir Kaffee trinken. Das ist der Plan. Mein Kaffee kann kommen. Jawohl. Sehr schön. Okay. Ein schöner Gedanke für einen weiteren Tag. Das ist doch gut. Kleine Ziele brauchen wir. Jeden Tag ein kleines Ziel.
Irgendwas, worauf wir uns freuen. Bevor ich zur Arbeit gehe. Ja? Geld für den Bus mitnehmen. Und mich von einem weiteren Tag meines Lebens verabschieden.